schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute beim zweiten Teil unserer Materialvorstellung von Slingshot Wake 2022. Heute dreht sich alles um das Thema Bindung. Da gibt es jetzt 5 Stück, die wir hier haben. Das sind nicht alle, 2 Paar fehlen. Das sind so Open Toe Boots, einmal die Option und die Super Grom Bindung heißt die. Für Kids. Die Option ist eher was für Leute, die vielleicht mal sich so ein Boot mit der ganzen Family am Boot teilen. Die haben wir heute nicht hier, weil wir die maximal im Rental bei uns nutzen. Wir kümmern uns heute um die Pro-Bindung, eigentlich die Bindung, die ihr euch kaufen wollt und sollt, die gut funktionieren und die gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Aber vorweg erstmal noch 2 geile Dinge, die Slingshot dieses Jahr rausgebracht hat. Und zwar haben wir hier Westen. Einmal die Slingshot Team Weste, die ist echt super schlicht, einfach mit so einem kleinen schwarzen Revers nennt sich das, glaube ich. Hinten drauf steht Slingshot, schwarz auf schwarz. Die finde ich mega geil. Und für alle Mobber hier die Space Mob Weste. Großes Space Mob Print hinten drauf, vorne hier das kleine NASA-Logo. Auch super geiles Teil, die sind schön dünn, die Westen, kann man auch geil unterm Shirt tragen. Kleinen Strap hier unten zum Tight machen. Gibt's schon länger. Also Slingshot West gibt's nicht dieses Jahr neu, nur dieses Jahr mal irgendwie ein bisschen fresher als sonst. Die haben sich in den letzten Jahren eigentlich immer nicht viel verändert. Dieses Jahr mal richtig geil, was ganz Neues. Bin ich mega begeistert von. So, jetzt geht's auch gleich weiter zu den Tretern. Heute geht's um Bindung. Das ganze Video wird ein bisschen kürzer als letztes Mal. Das sind ein paar Treter. Ne? Ihr braucht halt ein paar Schuhe, wir haben ein paar da. Ich zeige euch jetzt mal, um was es sich dabei handelt. Wir fangen an hier mit so einem Klassiker, mit der KTV. Das ist die günstigste Bindung im Lineup. Medium Flex, also die ist nicht, ist kein Betonschuh, ist nicht super wabbelig, also die gibt euch den Support. Die Hacke sitzt richtig schön tief drin und mit diesen Gummistraps. Alle von euch, die Slingshot-Bindungen in den letzten Jahren gefahren haben, kennen jetzt Gummistraps. Und die Dinger sind einfach der Hammer, die gehen nicht kaputt. Also ich habe noch nie einen durchgerissen. Klar, wenn man die Dinger bis zum Ende dehnt, gehen die auch irgendwann kaputt. Aber das braucht man eigentlich nicht. Für die von euch, die es nicht kennen, die mal auseinander hier. Hier an der Seite ist ein kleiner Metallnuppel und hier an den Gummistraps sind so Löcher drin, die kann man einfach über den Metallknubbel rüberhängen. Und das Geile daran ist und der große Vorteil gegenüber Klett, früher waren die Dinger immer mit Klett, jetzt sind die mit Gummistraps, die gehen nicht mehr auf. Das Ding ist aus Gummi, das zieht sich immer wieder zusammen und hängt hier hinten über diese Metallkralle und dadurch gehen die Dinger niemals auf beim Fahren. Das hat früher immer richtig genervt, dass die Zeiten sind vorbei, ein Glück. Ja, der KTV Boot, eigentlich so ein super Allrounder, geht für alles, hat keinen herausnehmbaren Innenschuh. 3x Gummistraps könnt ihr natürlich austauschen, jede in allen möglichen Farben. Das zeige ich euch später noch, was wir da alles haben. Und ja, der Boot taugt was. Ja, was ist in so einer Kiste Slingshot Boots immer mit dabei? Der Boot selber, also 2 davon. Und einmal so ein Clamp Hardware Kit hier. Das sind eigentlich diese Klammern, die hier an der Seite auf diese Schiene drauf kommen, mit der ihr die Bindung auf dem Board befestigen könnt. Vielleicht kennt ihr das noch von früher. Slingshot hatte früher mal ein Schienensystem. Da konnte man den Boot frei einstellen, auf dem ganzen Board hin und her schieben. Haben viele Hersteller probiert, das hat nie so richtig gehalten. Und diese Schienen sind immer rausgerissen. Und mit diesem Klampensystem hier hat man jetzt quasi alle Vorteile, die man früher beim Schienensystem hatte, jetzt auch mit vernünftigen Inserts. Jeder dieser Klampen hat 3 Einstellmöglichkeiten. Damit kann man den Boot sozusagen in 2 Insert-Löchern in 3 verschiedenen Varianten aufschrauben. Wie das Ganze funktioniert, da würde ich sagen, verlinken wir euch hier oben mal ein Video. Da erklären euch die Jungs von Valdosta Wake Compound, wie das Ganze funktioniert. Die haben das mal wunderschön aufbereitet, findet ihr oben im Link. Nächstes Paar hier sind die Rad. Super beliebter Boot. Bin ich jetzt auch die ganze Saison gefahren. Auch wenn ich dieses Jahr nicht so viel zum Fahren gekommen bin. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein geiler Treter. Ist angegeben auch als Medium Flex, also ist nicht ganz wabbelig und nicht knüppelhart. Ist aber in meinem Empfinden auf jeden Fall eher der härtere, wenn man sich zwischen KTV und diesem hier entscheiden müsste. Hier ist der große Unterschied eigentlich nur, dass man statt 3 Gummistraps hier 2 Gummistraps hat. Einen oben und einen unten. Der mittlere fehlt. Dafür haben wir hier ein Schnürsystem. Eigentlich so wie man das von der klassischen Bindung kennt, schon immer. Und das funktioniert halt auch wie gewohnt wunderbar, ist erprobt. Hier oben ist wieder so ein Klettding dran, damit kann man das Ganze hier oben fixieren. Gummistrap zu und dann ist das Ganze getütelt auch weg. Der Boot, der sitzt super stiff am Fuß, gibt den mega Support. Ja, ich fahre den immer gerne. Ich entscheide da oftmals nach Optik, weil ich finde, man kann genau fast so ähnlich wie bei den Wakeboards, man kann hier eigentlich jeden Boot fahren. Bei Bindung ist es noch extremer, das ist echt Vorliebe. Ja, da kann man sich echt so ein bisschen anschauen, welche Bindung einem am besten gefällt und da so ein ganz bisschen nach Optik entscheiden. Klar, wenn man
eher dazu tendiert, viel Inverts zu springen oder sowas, bietet sich so ein Boot mit einem mit einer Schnürung immer an, weil man da einfach weniger rausfliegt. Bei Gummistraps kann es immer mal sein, wenn man richtig einsticht im Wasser, ist ja Gummi, das weitet sich und der Fuß flutscht raus. Das passiert in den seltensten Fällen und wenn, dann auch gleich beide, weil dann war es ein richtiger Impact und das ist dann eigentlich auch schon wieder gut, weil euch das vor Verletzungen schützt. Als nächstes haben wir hier den Jewel Boot, Pro-Modell von Carol Gypsy, gehört sozusagen zum Contrast Board. Ja, ist eigentlich eine Red für Mädels, gibt es halt in kleineren Größen, sind ein bisschen schmaler geschnitten und haben auch zweimal Gummistrap, einmal Schnürung in der Mitte, gibt euch einen super Halt, das Ding. Ja, sieht ganz schick aus, ne? Also im Prinzip die Red für Mädels. Nächster Boot, Space Mob. Mein Boot der Wahl auch dieses Jahr, aufgrund der Optik, ganz klar. Ne, nicht nur. Bei dem Boot gibt es ein bisschen mehr zu erzählen, weil der sozusagen einen Custom Flex hat. Da kann man nochmal einstellen, wie hart der Schuh sein soll. Ich zeige euch das am besten gleich mal, dann erklärt sich das nämlich fast wie von selbst. Also im Prinzip ist es wie die KTV das Ganze designt. Dreimal Gummistrap, das war's. Großer Unterschied ist hier, wir haben herausnehmbaren Innenschuh und zusätzlich noch eine herausnehmbare Lasche hier vorne, die den ganzen Boot steifer macht. Ich habe jetzt hier mal die Gummistraps so ein bisschen gelockert, damit ich euch das besser zeigen kann. Als allererstes nehme ich den Innenschuh raus. Also das hier ist ja so ein Walkable Liner, nennt sich das. Damit könnt ihr am Kältepark rumlaufen, gerade wenn es bei euch ein bisschen steiniger ist oder da ab und zu mal Scherben rumliegen. Man weiß ja nie, was in den Teichen so lauert. Habt ihr hier einen wunderbaren Schuh, mit dem ihr eigentlich auch mal abends auf die Party gehen könnt. Unten ist eine Sohle dran mit Grip und eine Schnürung hier oben, die aber eigentlich eher mehr dafür da ist, den Innenschuh an eurem Fuß zu halten und nicht so sehr, dass die Bindung richtig tight sitzt. Natürlich auch irgendwie, aber die Schnürung hier, die gibt euch jetzt nicht maßgeblich den Halt, das machen eher die Gummistraps. Großer Vorteil an dieser Bindung ist, dass man hier den Flex einstellen kann, also die Beweglichkeit der Bindung, indem man diese Lasche hier unten einfach per Klettverschluss raustrennt, dann hat man die einzeln und der Boot ist eigentlich komplett frei hier oben. Man kommt super leicht rein so und der Boot ist auch deutlich weicher. Ich kenne niemanden, der die Dinger benutzt. Wenn man aber auf eine super harte Bindung steht, dann kann man die Teile auf jeden Fall drin lassen oder wieder reinmachen. Das könnt ihr ja ausprobieren, wenn ihr so ein Ding besitzt. Aber ich empfehle immer oder alle anderen auch immer, das Ding rauszumachen. Ganz früher gab es, als die Bindung noch Fredtown hieß, viele von euch erinnern sich, da hat man früher immer diese Dinger rausgeschnitten und dann hat man sich eine nagelneue Bindung gekauft und die gleich Box auf, zerschnitten und nichts mehr wert. Da hat Slingshot sich vor einigen Jahren schon ein paar Gedanken gemacht und dann Klettverschluss angebaut, finde ich richtig gut. Ja, wenn ihr das Ding hier rausgenommen habt, geht der Boot hier fast wie von selbst rein. Wundert euch nicht, wenn ihr die bei uns oder im Laden oder irgendwo ausprobiert und diesen Innenschuh mal rausnehmt und dann die Bindung dann irgendwie in der Hand habt und diesen Innenschuh da reinpacken wollt. Der geht halt so super schwer da rein. Das liegt daran, dass ihr hier unten mit der Zehenspitze gegen diese Kante stoßt hier und der Boot unten ein Stückchen rausguckt, wenn man das so sieht. Und wenn das Ding auf dem Board festgeschraubt ist, passiert das natürlich nicht. Falls ihr das trotzdem irgendwie anders machen wollt, hier unten drücken und dann hinten drücken und dann geht er auch da rein. Super geiler Boot. Das Beste zu dieser Jahreszeit natürlich, man kriegt nicht so schnell kalte Füße mit den herausnehmbaren Innenschuhen. Allgemein ist das eh ein ganz gutes Gefühl, wenn man am Startdock steht oder irgendwo am Cablepark unterwegs ist und nicht barfuß rumläuft. Wenn man sich sonnen will, sieht man die Dinger besser aus, sonst gibt's hässliche Streifen an den Waden. Wahrscheinlich der Boot des Jahres hier. Nächster Boot im Lineup. Na klar, darf nicht fehlen, der Copycats Club Boot. Passend zum Board, zum Copycat Pro. Hier auch quasi der Space Mob in der Mädels-Variante. War längst überfällig, dass es sowas mal gibt, ey. Ein Glück gibt das die Sina. Ja, hier das gleiche eigentlich wie bei der Space Mob Bindung. Ihr könnt den Liner rausnehmen. Ihr könnt die Lasche vorne rausnehmen, um den Fit zu customizen hier an dem Ding. Alle Vorteile, die ihr beim Space Mob habt, habt ihr bei dem auch noch. Plus den ganz großen Vorteil, dass die absolut krass aussehen. Und ich glaube, viele Jungs, die Dinger auch gern fahren würden, gibt es aber nur bis Schuhgröße 42. Welchen Schuhgrößen das die ganzen Dinger gibt, das packt euch mal alles unten in die Videobeschreibung. Wichtig ist, probiert die Dinger bitte vorher an. Also bei mir, ich trage in Nike eine 44, ich trage auch in den Boots eine 10, also eine 44. Wir haben jetzt einige schon hier bei uns im Wakepark gehabt, die so eine Bindung anprobiert haben und das überhaupt nicht übereingestimmt hat mit der Größe. Bei manchen Leuten war das dann zwei Nummern größer oder sowas. Ja, wie soll so eine Bindung passen? Eigentlich so, dass der Zeh vorne gegenstößt, ihr den aber nicht einziehen müsst. Wenn ihr die Option nicht haben wollt, also viele mögen das auch nicht, die lassen sich halt wie beim ganz normalen Schuhkopf noch einen Fingerbreit Platz drinne. Wenn da aber nur so ein Zentimeter Platz zwischen ist oder weniger, dann stoßt ihr bei einer Landung
mit den Zehenspitzen immer vorne gegen die Bindung gehen. Deswegen ist es am besten, eigentlich den Zeh schon leicht vorne dran zu haben oder eben ein gutes Stück Platz zu haben, damit man gar nicht erst vorne gegenstößt. Ja, eine Bindung ist eigentlich wichtiger als ein Board selber. Die muss richtig gut passen. Boards wechselt man eher durch, eine Bindung fährt man in der Regel ein bisschen länger als ein Board. Also achtet beim Bindungskauf unbedingt darauf, dass ihr da eine 100% passende Bindung nehmt und die Bindung, die euch am besten gefällt. Und wenn ihr überlegt, gebe ich viel Geld für ein Wakeboard aus oder lieber viel Geld für eine Bindung, nehmt auf jeden Fall die Bindung. Die ist eigentlich eure Verbindung von Körper zu Board. Die ist ein Tick wichtiger als das Board. Klar muss das Board auch gut sein und funktionieren und so weiter. Aber wie gesagt, die Verbindung von Körper zu Board, das sollte alles 100%ig passen. Also wenn ihr die Chance habt, bestellt die Dinger nicht im Internet, geht zur Anlage bei euch um die Ecke, schaut, ob die die da haben oder die bestellen können. Ihr könnt auch gerne hier bei uns vorbeikommen, könnt ihr die Bindung gerne anprobieren, bei uns kaufen und so weiter und so fort. Ja Leute, und weil das alles noch nicht schön genug ist, gibt das hier noch einen riesen Haufen Gummistraps. Damit könnt ihr eure Bindung eigentlich an jedes Board farblich anpassen. Ich weiß, für die meisten ist es mega wichtig, dass das Board und alles irgendwie auch irgendwie zueinander passt. Hier habt ihr eigentlich komplett freie Auswahl. Ach, wir haben hier blau und gelb und durchsichtig. Weiß ist auch dabei, pink, grau, alles, alle Farben hier, noch irgendwie sowas. Braun, grau, nochmal pink. Also haben wir reichlich da, wenn ihr Bock habt, das alles passend auf euer Board abzustimmen, das geht hiermit auf jeden Fall wunderbar. Das war's mit diesem kleinen Überblick hier über die 2022 Slingshot-Bindung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare und falls ihr es noch nicht getan habt, auf jeden Fall abonnieren, das hilft uns eine Menge. Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Die nächsten Videos, die kommen, sind Rückblicke aus dem Sommer. Da freue ich mich besonders drauf, denn ich kenne die auch alle noch nicht. Und ja, bis dann. We'll be right back.